Empörung nicht nur in den sozialen Medien über die deutsche Agrarministerin Julia Klöckner, die, so wird ihr vorgeworfen, mit und für Nestlé ein Werbevideo gedreht und veröffentlicht habe. Grünen-Vorsitzende Katrin Göring-Eckardt wirft Klöckner vor, lieber Werbevideos zu drehen, statt endlich zum Beispiel Richtlinien für eine Nährwertampel zu verabschieden. Klöckner verteidigte hingegen ihr Vorgehen und bezeichnete die Kritiker als Hate-Speaker. In dem Video zeigt sich die Ministerin mit einem Nestlé-Topmanager und lobt, dass der Schweizer Konzern den Zucker-, Salz- und Fettgehalt in Lebensmitteln reduziert habe. Ich habe heute viel Neues erfahren und freue mich, dass wir Unterstützung haben für unsere Innovations- und Reduktionsstrategie. Weniger Zucker, weniger Salz, weniger Fett in den Produkten, die die Bürger gerne mögen. Ja, also wir unterstützen die Reformulierungsstrategie der Ministerin sehr, sehr gerne.